Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein herunter. Was sollen wir tun? Wir stellen den Marker auf seinen Socken zurück. Die Frachtschiene führt direkt zur Abbaustelle. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Los, wir müssen uns beeilen. Sergeant Bram Newman, Sicherheitsdienst. Evakuierungsbericht. Wir haben das Shuttle verloren. Es hob ab und stürzte dann direkt wieder in die Bucht. Hat eine ganze Menge Leute mitgenommen. 100 sind bestimmt tot. Die restlichen Shuttles haben wir auch verloren. Möge Gott uns helfen. Wir kommen hier nicht raus. Wenn jemand das hört, nicht landen. Ich wiederhole, nicht auf Aegis 7 landen. Scheiß auf die Ishimura. Sie haben uns hier verrecken lassen. Thank you.
Quarantäne wird beendet. Vermisst du sie, Isaac? Das Team von der Carrion? Ja. Und deine Eltern? Deine Mutter war Ornithologin. Übergläubig. Sie war so gläubig, dass es sie umgebracht hat. Hätte sie das wirklich gewollt? Und wenn? Würde es das einfacher machen? Vielleicht ist es gut, dass ich es nie erfahren werde. Gibt es keine Energie. Der Marker bewegt sich nicht. Wir verlieren Zeit. Schon okay. Drücke Testverbindung. Was steht da? Energieausfall registriert. Strahlengenerator. Schwerkraftsteuerung. Eine der Gravitationsstrahlen am Boden. Vielleicht eine kaputte Leitung. Sieh mir das an. Beeil dich. Thank you.
In die Strahlensteuerung. Kreuzkontaminationssiegel aktiviert. Warnung! Hauptstrom unterbrochen. Strahlengeneratoren sind offline. Thank you.
Energie für Zentralengenerator aktiviert.
Energie für Strahlengeneratoren aktiviert. Bereit zum Neustart. Vollkommen.
geht auf den Sockel. Immer an dich geglaubt. Nicole. Wir sind wieder vollkommen. Daniels. Wen denn? Siehst du nicht, wie wahnsinnig du geworden bist? Wir müssen weg. Die Ladung aus dem planetaren Abbau wird bald fallen. Du hattest deine Chance, Isaac. Aber wenn du es immer noch nicht verstehst, helfe ich dir. Ein letztes Mal. Riglink wird überbrückt. Siehst dir jetzt bis zum Ende an. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Nur Gerede. Um mehr ging es bei seiner Forschung nicht. Ist nicht viel, oder? Wie bringt man ihn zum Zuhören, wenn er um Konvergenz bettelt? Ich hatte eine andere Bitte. Er sprach. Und dann hörte er zu. Mach, dass es aufhört, sagte ich. Ich weiß nicht, ob er mich verstand.
Jacob. Nein. Nein, das kann nicht sein. Was hast du nur getan? Ich? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Nicole war schon die ganze Zeit tot. Du wolltest es einfach nicht wahrhaben. Denn wenn sie weg ist, jetzt ist er wenigstens in sicheren Händen. Der Marker kann niemanden mehr zur Marionette machen. Er mit der Steuerung. Nein. Es ist vorbei. Wir sind wieder vollkommen. Verdammt nochmal. Ich werde sie nicht noch einmal bitten, Croft. Nein, es sind genug Menschen gestorben. Dann tun sie es doch. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Cross! Es ist besser so, Isaac. Du wirst dich nie von dem erholen, was der Marker dir angetan hat. Wenn die tektonische Ladung fällt, wird all das begraben. Genau wie Earthgarf es wollte. Warnung! Seismische Aktivität nimmt zu. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Das Shuttle. Ich kann es noch schaffen, bevor sie aufbricht.